Freunde, wir haben eine neue Woche und damit auch eine neue Folge. Die Folge hier ist wirklich so die endgültige Vorbereitung für die Endschlacht. Wir haben sehr, sehr viel gesehen, also lasst uns über das Gesehene reden. Also, ich glaube, ich fange erstmal damit an, dass wir alte Gesichter wiederbekommen haben. Wir haben einen Grimjo gesehen in der letzten Folge und der ist jetzt wirklich aufgetaucht und redete mit Ichigo. Natürlich haben sie sich nicht umarmt, denn wir reden hier von Grimjo. Grimjo hat natürlich ihn gerade gedroht und gesagt, yo, kämpfen wir jetzt gerade, so war wirklich schon ein Beef. Mode, bis dann plötzlich aus dem Nichts, aus Ichigos Sicht, Nell kommt. Und das in der Erwachsenenform. Wir erfahren ja auch direkt, dass Urahara ein Gerät erschaffen hat, was für Nell sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Denn sie kann jetzt zwischen ihrer Erwachsenenform und Kindform wechseln. Das ist wirklich ein sehr, sehr nützliches Gerät für Nell. Und es ist allgemein immer wieder schön zu sehen, wenn wir alte Gesichter in Bleach wiederbekommen. Ich bin eher ein Riesenfan davon, wenn man in Animes dann später irgendwann mal so, teilweise ja auch unerwartet, alte Gesichter wieder sieht. Hier ist es für mich auch eben der Fall. Grimjo hier jetzt nicht als den Feind zu haben, ist auch cool. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Grimjo früher ja nicht der Böse war, sondern es war einfach ein Typ, der sich beweisen wollte und halt in dem Fall jetzt zu dem Bösen gehörte, aber an sich ist ja Grimjo nicht wirklich auf Gut und Böse fixiert. Ihm geht es einfach nur darum, der Stärkste zu sein. Aber um jetzt wieder zu meinem Punkt zu kommen, es ist einfach schön zu sehen, dass Grimjo jetzt gerade in dem Sinne der Verbündete ist. Wir bekommen aber natürlich auch mit, dass nicht nur Grimjo und Nell da sind, sondern eben auch zwei alte, andere bekannte Gesichter. Um genau zu sein, die Gesichter, die beim letzten Arc vorkamen. Kamen vom Thousand Year und zwar Yukio und Riruka, also die beiden Vollbringer. Wo ich wirklich sagen muss, ich mag die beiden wirklich sehr. Also ich bin riesen Fan von ihnen und ich finde ja allgemein auch den Vollbringer Arc sehr, sehr stark. Ich muss mich mal wirklich dazu bewegen, ein Video dazu zu machen, zu dem Vollbringer Arc, denn dieser Arc ist meiner Meinung nach mit der unterschätzteste Arc im Gesamt Bleach. Dieser Arc ist verdammt gut. Ich weiß, er kann im ersten Moment anders wirken, war auch für mich so, aber jetzt so im Nachgang und als ich mich jetzt mal ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, realisiere ich immer mehr, wie great dieser Arc ist. Dieser Arc ist nicht zu unterschätzen. Aber gut, das ist nicht das Thema vom heutigen Video. Auf jeden Fall gehen dann Ichigo, Yuichi, Orime, Ganju, Chad, alle rein in diese Box und damit bewegen sie sich dann zu diesem Punkt, den Yuichi markiert hat. Bezüglich dieser Kiste und womit sie jetzt alles verbunden ist, das will ich jetzt noch in einem einzelnen Video erklären, aber ich verspreche euch, es wird dieses Video bald geben. Ich weiß, ich kündige sehr oft Videos in letzter Zeit an. Es ist zeitlich für mich aktuell sehr, sehr schwer, neben diesen Videos überhaupt Videos zu machen, aber ich reiß mich zusammen, mindestens jetzt dieses Video zu machen. Eine Sache möchte ich trotzdem in diesem Video sagen, und zwar wurden ja hier die Tal des Schreie erwähnt, die im Dangai existieren, das ist so Zwischenräume, und das war ja auch Thema im ersten Film von Bleach. Damit bestätigt man, dass der erste Bleach-Movie tatsächlich Canon ist. Ich habe auch zu diesem ersten Film schon mal ein Video gemacht, falls ihr es abchecken wollt, könnt ihr es gerne tun, hier oben auf dem i oder einfach auf meinen Kanal drauf gehen. Da gehe ich auch ein bisschen auf dieses Thema ein, aber ich werde, wie gesagt, zu diesem gesamten Box, wie die Fähigkeiten von den Fullbringers hier funktionieren und wie es allgemein mit den Welten und diesen Zwischenräumen, Wegräumen aussieht, erklären. Das so an dieser Stelle. Wir bekommen dann ja auch mit, dass Urahara und Mayuri es hingekriegt haben, dieses Tor zu erschaffen. Es ist cool zu sehen, dass Mayuri und Urahara auf irgendeine Art und Weise zusammenarbeiten. Wie Ichigo und die anderen den Weg geschafft haben und Urahara auch mit dem Tor, ist Yuabach natürlich nicht stillgestanden. Denn erstmal hat er den Soul King fertig absorbiert und das ist eine krasse Leistung. Man merkt wirklich, okay, der Typ ist jetzt gefährlich. Yuabach sieht jetzt optisch wirklich ekelhaft mächtig aus und wir sehen ja auch, wie er einfach alles zusammengebaut hat, dass er mächtig ist. I mean, wir müssen mittlerweile gar nicht mehr darüber reden. Selbst ein Kyuraku hat es gesagt, es ist ganz offensichtlich und ich glaube, auch Yuabach vor dieser Form war schon OP. Das hat man jetzt mittlerweile genug oft gesehen, aber mittlerweile für alle Anime-Onlys muss es klar sein, der Typ ist eigentlich gefühlt nicht mehr zu stoppen. Wir haben jetzt den neuen Ort und da wird ja jetzt sehr wahrscheinlich das finale Battle stattfinden, wie es aussieht. Und ich muss sagen, den Look haben sie gut hinbekommen im Anime. Wir haben ja am Schluss auch noch diesen einen Schloss, wo ja Yuabach auch gesagt hat, okay, das ist das Fundament für die neue Welt. Auch ein mächtiger Satz. Es gibt natürlich jetzt auch andere Sachen, die man gesehen hat, außerhalb von dem. Erstmal, als sie angekommen sind, merkt man, dass sie alle verwirrt waren. Okay, wir wollten zum Königspalast und sind jetzt hier. What
the fuck? Wir sehen ja auch einen Streit zwischen Ganjo und Yukio, wo Ichigo gut schlichtet und Ichigo auch einen schönen erwachsenen Moment hat. Ichigo zeigt uns ja auch auf, dass Riruka gerade eine ehrenhafte Aktion macht, was ihr auch nicht einfach fällt. Eine Sache, die ich auch noch unbedingt hier ansprechen will, ist die Szene mit Ichigo und Grimjo im Nachhinein. Also nicht ganz am Anfang, sondern ein bisschen später, als Ichigo schön findet mäßig, dass Grimjo halt so ihr Verbündeter ist, wo Grimjo ganz klar sagt, ey, wait, no. Die Sache, warum ich hier gerade bin und warum ich gerade in dem Sinne mit euch kämpfe, ist aus dem folgenden Grund, wenn Yuabach jetzt so weitermacht, wird Huekomundo nicht mehr existieren und dann habe ich keinen Ort mehr, wo ich dich erledigen kann. Und das war schon ein sehr, sehr krasser Moment. Also Grimjo ist einfach ein Fan-Favorite und ich kann es verstehen. Der Typ ist cool as fuck. Ich liebe ihn, ihr liebt ihn und es ist schön zu sehen, dass wir ihn hier im Anime auch haben. Allgemein, selbst wenn Charaktere nur ganz, ganz kurz vorkommen sollten, je mehr wir bekommen, desto schöner ist es, denn einfach sie in dieser geilen Qualität zu sehen, ist einfach schön. Die Folge war sehr, sehr gut. Ich persönlich würde sie aber trotzdem, glaube ich, als die schwächste Folge bis jetzt sehen. Nicht unbedingt, weil die Folge schlecht war. Ich würde sie trotzdem wahrscheinlich als 10 von 10 bewerten, weil an sich hat hier die Rolle erfüllt. Es ist halt einfach nichts krasses passiert. Es sind viele Sachen aufgeklärt worden. Der Plot hat sich vorbereitet und sowas braucht es auch. Aber es ist wahrscheinlich nicht die Folge, wo die Leute am Durchdrehen sind und sonst was. Auch wenn wir Eisen hatten in der Folge. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? Die Folge war, wie gesagt, trotzdem schön und hat Spaß gemacht zu schauen. Aber ich glaube, die nächsten Folgen werden den Leuten mehr im Kopf bleiben als diese Folge. Wie gesagt, zu diesem einen Plotpunkt werde ich noch ein einzelnes Video machen. Eine kurze Sache, die ich noch erwähnen will. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass diese Bleach-Reviews zu den Folgen eigentlich immer um 10 Uhr morgens gekommen sind, im Grundsätzlichen. Und das soll jetzt auch weiter so gehen. Gut, diese Woche war jetzt eine Ausnahme, wirklich. Aber im Grundsätzlichen könnt ihr davon ausgehen, dass die Reviews jetzt immer um 10 Uhr morgens am Sonntag kommen. Ja, ihr wacht auf und könnt euch sowas gönnen, wenn ihr euch mich gönnen wollt. Komischer Satz. Egal, machen wir weiter. Auf jeden Fall war es das vom Video. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Wer mich unterstützen will, kann gerne Kanalmitglied werden. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich diese Woche nochmal mit dem Erklärungsvideo und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag um 10 Uhr hoffentlich.